anders fahren. Also muss ich konzentrieren, das ist ja schon mal gut. Ja, muss ich. Bist du unterwegs heute? Oh, danke. Danke, mein Freund, ey. Mua. Endlich sagst du das mal. Da kommt da die lahme Ente. Gewohntes Bild. So, heute wirklich erster richtiger Härtetest für mein Santa Cruz Hecla nach dem Umbau. Das sind ja für uns gewohnte Trails hier. Und wir wissen hier auch ganz genau, wer wo schneller und besser ist. Ja. Und deswegen kann ich auf jeden Fall sagen, nach dem Video, ob das Rad jetzt schneller geworden ist oder eher langsamer oder gleichbleibend. Ja. Ne, also das kann ich zu 100% sagen. Leider hat es geregnet heute Nacht. Hat uns Vorteil ein bisschen... für Michel. Ja. Weil ich langsamer bin bei ja, Boxen. Ja. Guck mal, fängt jetzt schon an hier mit den Ausreden hier. Ja, sehen. Ja, ja, ja. Gucken wir mal gleich. Nein, also letzte Woche, wo wir... Ne, diese Woche war es. Weiter. War er wirklich gut dran. Auch auf gewohnten Trails war ich echt erstaunt, weil die auch recht kurvig waren. Und ich ja so ein Kurvenmonster hier mir aufgebaut habe. Ja, deswegen kann ich auf jeden Fall heute nach dem Video sagen, ob ich mich jetzt zumindest auf die Geschwindigkeit des Rades verbessert oder verschlechtert genau. habe. Ja? Heute wird geballert. So gut es die Verhältnisse zulassen. Also, bis später. Ich muss euch mal reinziehen hier, was das Ding sich an Strom weghaut. Wir haben jetzt hier 148 Höhenmeter. Ich habe schon 12% wieder weg. Gut, ich fahre im Trail-Modus, bin faul. Aktuell und heute sowieso. Aber schon echt heftig. Also mit dem Levo, das war eine andere Welt, ne? Ja. Also auch ich. Ich habe nur nichts weg. Ja, Marcel ist auf jeden Fall noch über 90%. Weil sonst hätte er schon Balken weg. Jo. Ja, der erste Anstieg ist auch heftig, ne? Das stimmt, das ist nicht so lange. Ja, ja. Sind wir früher mal mit dem Biobike hoch. Da warst du schon im Arsch, bevor du überhaupt angefangen hast. Direkt kalt rein. Jawohl. Kennst du den Spruch noch? Ja, gibt's immer noch. Und wieder Lappen verblasen hier. Möglich, möglich, möglich. Liegt aber dann, wenn natürlich an meinem Reifen vorne. Kinder, Downhill-Schlappen. Gibt wie Sau. So. Willst du vorfahren? Nein. Ah. Ah. Da geht's schon noch. Erste Abfahrt war matschig gerade. Und jetzt würde ich sagen, rein ins Verderben, ne? Mein Lieber. Mal schauen, was der Hecker so drauf hat. Matschig. Matschig! Ja, gleich klingelingeling.
Wo bist du? Ein Rutscher wirklich nicht. So. Geht gut. Fühlt sich gut an. Ja. Das ist das Wichtigste. Wo war denn das schöne Stück, ey? Hast du mal einen schönen Flick gesehen? Junge, Junge, Junge. Also muss ich konzentrieren, das ist schon mal gut. Oh, danke. Danke, mein Freund, ey. Endlich sagst du das mal. Kollege. Ja? Hier fährst du vor. Weil? Weil das dein Ich liebe mein Kenevo Trail ist. Ich liebe mein Kenevo. Ich liebe mein Kenevo Klatsch. Du schreibst gerade den Wald. Nein, das ist Superview. Jetzt ist Superview. Hi Leute, jetzt seht ihr mich. Ich liebe mein Kenevo. Nein, du musst vorfahren. Ich muss ja dranbleiben an dir. Bleibst du, weil das ja dein Trail ist. Oh. Da muss ich dranbleiben. Wieso warst du hier langsamer als ich? Minimal. Auf dem langen Stück da. Dann ist er jetzt richtig langsamer, weil das Fahrrad hat sich verschlechtert. Oder der Fahrrad hat sich verschlechtert. Gleich in der Garage wird sofort wieder zerlegt alles. Ja. Sofort wieder umgebaut. So. Brill. Trail. Touch vor dem Baum. Ja. Da war der Baum. Ich war dran, ich habe nur einen Baum touchiert. So, Härtetest. Heckler. Versus Kenevo. Versus Kenevo. Kenevo wird siegen. Naja, wir siegen nicht, aber es macht sich. Sagen wir mal so. Stopp, stopp, stopp. Brille. Ja. Und zieh gleich wieder weg. Ach ja, übrigens, neuer Helm. Super geile Funktion. Weil der Michi ja immer seine Brille verliert. Mit integrierter Helm, Brillenhalterung, ganz kurz. Keine Werbung, ne? Keine Werbung. Bin nur überzeugt. Zack. Kann nichts passieren, ist fest. Nichts lösen, fertig. Zack, und weiter geht's. Das hat das Kenevo wenigstens Chance nochmal aufzuholen. Super matschig,
Wir sind schon wieder total bescheuert hier unterwegs. Ach, scheiß Linie! Wir fahren schon wieder so, als ob es trocken wäre. Ja, ich habe gerade schon gesagt, wie als ob trocken wäre. Gekloppt, ey. Das Battle geht weiter. Marcel ist heute die Jagd. Ja, hinterherfahren ist natürlich immer einfacher. Ja. Ja, wenn ich mich ausruhen will, dann fahre ich hinter dir her. Dann kann ich mich mal ein bisschen ausruhen. Hinsetzen und so, weißt du? Passiert? Okay. Alles gut? Stock in der Kette. Lass nur mal ein Stück hochschieben. Was? Stück hochschieben. Hochschieben? Ja, also Bäume ausgewurzelt. Ja, irgendwas ist komisch hier, ne? Ja. Säckler platziert sich ein. Ah, ich weiß, warum es langsam war. Du auch. Ich krieg die Brille nicht aufgehabt. Jo. So, ready to race. Jetzt sind wir wieder schnell. Oh, die schönen Kurven hier. Die schönen Kurven hier. Oh.
Da war ich fast weg wie der Sandro, ey. Lande gleich in Stille. Ah. Hat er so ein klein bisschen Vorsprung gehabt. So ein bisschen. Reicht mir. So, das ist die vorletzte Abfahrt. Und jetzt geht es nochmal einen Trail, den Marcel nicht ganz so gerne mag. Deswegen fährst du jetzt vor. Damit das Heckler mal zeigen kann, was es drauf hat. Weil hinterherfahren kann jeder. Das weiß auch jeder, der Mountainbike fährt. Klingelingeling. Ja. Du musst ja, wenn ich hinterher fahre, dann hat das Kinevo keine Schnitte. Na, ist so Spaß, Leute, ne? Jetzt fährt er eh nicht so gerne hier. Junge, jetzt der Double. Ja, jetzt schau ich noch nicht mehr. Oh. Da ist er wieder dran. Da ist er wieder dran. Das ist die Kompression hier, ne? Meine Beine, ne? Ja. So, Marcellos Lieblingstrail, Kinevo Trail. Dann würde ich mal sagen, die Knochen alle und wir sind erschöpft. Genau. Und die Akkus sind leer. Richtig. Hier noch zwei Bällchen habe ich. Dann darf ich das Kinevo mal einreihen. Kinevo. Oh, was ist da? Meins? Jo, was war da? Fehler SD-Karte. Warum auf einmal? Akku sollte noch reichen. Gucken wir mal. Wenn ich unterwegs 6 bin, bist du Bescheid. Ganz Akku ist nicht geschafft. So, auf die Plätze, fertig, los. Nein. Kinevo. Muss ich jagen? Nee. Du hast mir genug gejagt dort, Kollege. Jetzt zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt. Du mit deiner Schaltung, Alter, ne? Komm. Hallo, hallo. Hallo? So, Staffellauf kennt ihr, ne? Der innen fährt, der hat immer einen kleinen Vorsprung. So, damit Marcel wenigstens eine kleine Chance hat, ne, habe ich ihm mal so 15 Meter, 10, 15 Meter Vorsprung gegeben. Marcel ist schon seit Ewigkeiten der Pannenkönig. Will nur nicht warm. Ich mach. Wieder SD-Karte. Hast du die vorher formatiert? Ja. Das passiert jetzt immer wieder. Warum? Weiß ich nicht.
Junge, jetzt kannst du wenigstens mal warten. Hier könnte man auch parken. Ja? Hier könnte man auch parken. Sogar besser. Ja. Ja, ja, weiß ich nicht. Wildpark stand da. Wildpark? Ja. So, Marcello. Warte. Die geht doch eh nicht mehr, die meine.